Ja, moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brobbelkamm. Sie, ich habe momentan das Reich alleine. Meine Erna, meine Frau, die ist zu Besuch nach ihrer Schwester. Das heißt, ich muss mich komplett neu selbst organisieren für ein paar Tage. Hundefutter, neulich ist den Timmy sein Futter ausgegangen. Sie, da war ich ganz alleine nach dem Supermarkt hin. Da war ich da in den Laden, hatte mir das Hundefutter eingeladen, den Wagen, wollte an der Kasse bezahlen. Da sagt der Verkäufer, ob ich denn auch wirklich einen Hund hätte. Ich sag, wieso? Ja, sagt er, immer mehr alte Leute, die könnten sich normales Essen nicht mehr leisten und würden dann Hundefutter kaufen. Ich ab nach Hause, hab die Hundemarke von den Timmy geholt, in den Supermarkt vorgezeigt, ne? Und da kriegte ich dann auch mein Hundefutter. Ah, hab ich ja gedacht, dem Hansi, dem ist ja sein Vogelfutter ausgegangen mit dem JS11-Körnchen. Dem nimmst du eben noch eine Packung mit, hab ich gedacht. Kaum, dass ich da eine Kasse stand, stand der Chef da wieder vor den Supermarkt. Haben sie denn auch wirklich einen Vogel zu Hause? Ich sage, natürlich habe ich wirklich einen Vogel. Wieso fragen Sie? Ja, sagt er, immer mehr alte Leute würden doch jetzt in ihre Trotteligkeit das Vogelfutter nehmen, um damit Brot zu backen, weil sie sich das andere Krams doch nicht mehr leisten könnten. Sie, ich nach Hause, habe erstmal den Vogel samt Käfig mitgenommen und wieder hin zu den Supermarkt. Bei die Gelegenheit habe ich auch leider so eine Plastiktüte mitgenommen. Ich sage, hier sage ich, Herr Supermarktleiter, ich sage, das ist, damit Sie jetzt wirklich einen Beweis haben, dass ich auch einen Vogel habe da, ne? Ich sag, und jetzt riechen Sie noch mal hier eine Plastiktüte. Der steckt in seine Nase eine Plastiktüte rein. Boah, sagt er, das stinkt ja erbärmlich, sagt er. Was ist das denn? Oh, sag ich, das ist bloß, damit ich nie nur wegen extra so Nachweis nach Hause muss, sag ich. Ne? Und können Sie mir jetzt bitte sagen, wo ich Katzenstreu finde?